wenn Sie jetzt nach so langer Zeit wieder an die HSG zurückkehren, was hat sich Ihrer Meinung nach am stärksten verändert? Es hat sich sehr viel verändert. Ich bin sehr stolz festzustellen, dass die HSG, die Universität St. Gallen, an der Spitze geblieben ist. Sie ist ähnlich wie die ETH über die Jahrzehnte eine Ausbildungsstätte der allerersten Klasse geblieben. Man hat hier sehr viel investiert, geistig, rein gebäudemäßig. Man sieht schon äußerlich, was sich hier alles verändert hat. Aber man sieht auch das ganze Netzwerk international, das sich hier entwickelt hat. Und ich denke, St. Gallen hat sich hier einen ausgezeichneten Ruf behalten. Was haben Sie an der HSG gelernt? Es waren vor allem zwei Dinge. Zunächst natürlich die fachlichen Voraussetzungen für die Ausübung meines Berufes und meiner Tätigkeiten. Und das Zweite ist der ganze soziale Aspekt. Das waren die Kontakte innerhalb der studentischen Verbindung, innerhalb der Studentenschaft, die ich präsidieren durfte. Und das Netzwerk, das sich eben damit gebildet hat und das sich dann auch ins Berufsleben hineingezogen hat. Wie gesagt, sind wir heute mit vielen Ehemaligen der HSG vereint. Was bedeutet HSG-Alumni für Sie selber? Für mich bedeutete es lange Zeit sehr viel. Ich war über 20 Jahre im Vorstand des damaligen Studenten- oder Hochschulrates. Und jetzt ist es die Alumni-Organisation. Man wird informiert, man bekommt mit, was läuft innerhalb von der Universität, aber man sieht auch, was außerhalb geht. Man wird einbezogen, wie die heutige Veranstaltung das auch beweist. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Eine Hochschule dieser Klasse muss am Leben bleiben. Und am Leben bleibt sie dann, wenn sie eben ihre Netzwerke spielt. Hans-Rudolf Merz, herzlichen Dank für das Interview.